ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin noch ein bisschen müde, denn wir haben jetzt noch recht früh morgens. Ich werde euch nämlich die nächsten 24 Stunden durch mein Leben mitnehmen, denn ich werde ab sofort 24 Stunden lang nur Sachen essen, die mit dem Buchstaben M anfangen. Ich hatte so ein Video in der Art schon vor einigen Wochen bei einer amerikanischen YouTuberin gesehen, die es mit Tee gemacht hat. Ich kann euch das Video mal verlinken. Ich liebe einfach nur total solche Videos, wo ich euch 24 Stunden durch mein Leben mitnehme. Deswegen, ja, werde ich ab sofort nur Sachen mit dem Buchstaben M essen. Und wirklich allerletzte Info, bevor ich anfange. Es gibt eine mega fette Verlosung, denn wir haben vor ein paar Tagen die 1,8 Millionen hier auf YouTube geknackt. Was übertrieben krank ist. Deswegen ein ganz herzliches Dankeschön an euch. Und ich blende euch hier mal ein, was es alles zu gewinnen gibt, denn ich habe euch echt ein XXL Beauty Paket im Wert von über 1000 Euro zusammengestellt. Und um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr einfach nur Abonnent von meinem YouTube-Kanal sein, denn das ist natürlich eine Verlosung für meine Follower quasi. Dann diesem Video hier einen Daumen nach oben hinterlassen und mir dann in die Kommentare schreiben, ob ihr Instagram habt und wenn ja, wie euer Instagram-Name ist. Also ab damit in die Kommentare und dann habt ihr schon an dem Gewinnspiel teilgenommen. Alle weiteren Infos sind in der Infobox. Ich muss gleich definitiv nochmal einkaufen gehen, aber das hatte ich jetzt schon mal zu Hause und zwar Müsli. Und dazu gibt es dann Mandelmilch. Übrigens, wundert euch nicht, warum hier einfach so random Werkzeug rumliegt. Wer meine Insta-Story schaut, der weiß Bescheid, denn Jonas hat versucht, eine Kokosnuss zu öffnen. Und ja, Leute, wenn Jonas eine Kokosnuss öffnet, dann nimmt er dafür ernsthaft so einen Schraubenzieher und einen Hammer. Und ehrlich gesagt, habe ich gar keine Ahnung, was das genau ist. Auf jeden Fall Müsli, Mandelmilch. Und das hier haben wir auch noch zu Hause. Wir haben nämlich allgemein immer recht viel Obst da. Und ich werde mir deswegen noch eine Mango da reinschneiden. Beziehungsweise vielleicht wird Jonas mir auch die Mango schneiden, denn ich muss euch jetzt was gestehen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Mango geschnitten. Also Jonas macht das auch mega schön mit dieser Igeltechnik und irgendwie, keine Ahnung, ich kann einfach keine Mango schneiden. Und schaut mal, was ich mir ja auch extra für dieses Video besorgt habe. Und zwar einen, das ist die Mikrowelle, einen Multivitaminsaft. Den hatte ich schon ewig nicht mehr. Ich freue mich mega. So sieht das jetzt aus. Also ich muss zugeben, es ist jetzt nicht so dieses typische Instagram-Beauty-Frühstück. Das hier ist der Saft und wir werden das Ganze dann jetzt mal probieren. Ich hätte gerne einen Kaffee, aber es gibt keinen Kaffee mit M, den ich bei mir habe. Schön, dass Jonas gerade den Kaffee trinkt. Und Minztee wäre eine Idee, aber ich habe den gerade nicht da. Wir probieren das dann jetzt. Übrigens, hier sind Rosen. Und rate mal, wer sie mir nicht geschenkt hat. Jonas. Also, ich probiere dann. Schmeckt echt nicht schlecht. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn es Früchtemüsli wäre und nicht Schokomüsli, aber wir hatten gerade noch Schokomüsli. Und es schmeckt ansonsten echt ganz gut. Auch einfach so mit der Mango drin. Ja, ist gut. Okay, Frühstück mit M hätte ich dann jetzt erledigt und ich gehe jetzt erstmal einkaufen und ich habe auch schon einige sehr coole Ideen. Es gibt eine Sache, die ich einfach schon seit Ewigkeiten mal wieder essen wollte und zu Hause selber machen wollte und irgendwie habe ich es einfach nie gemacht, weil es eigentlich sau ungesund ist, aber es fängt mit M an und deswegen habe ich mir gedacht, heute ist der richtige Anlass dafür. Und dafür werde ich jetzt unter anderem auch einkaufen. Das wäre dann mein Outfit, um zu Rewe zu gehen. Sehr schlapprig obenrum. Das hier ist ungefähr die bequemste Leggings, die ich jemals in meinem Leben hatte. Ich liebe sie über alles. Vielleicht ziehe ich noch eine Lederjacke an, dann wirkt alles direkt schon wieder viel rausgeputzter. Aber ich meine, ich gehe einfach nur zu Rewe, deswegen. Das passt schon. Wir sind jetzt gerade noch an einer Tankstelle, weil Jonas mir noch eine Überraschung besorgen wollte, hat er gesagt. Ich bin sehr gespannt, was es sein wird. Obwohl, ich glaube, ich weiß, was es sein wird. Es gibt nicht nur eine Sache, die wir hier an dieser Tankstelle immer besorgen, außer Sprit. Und dann fahren wir auch wirklich einkaufen. Übrigens, wir haben ja auch gerade Wochenende, deswegen läuft hier auch gerade alles so mega entspannt ab. Und deswegen laufe ich hier auch so rum. Leute, ich habe richtig geraten. Jonas hat mir das hier mitgebracht. Dankeschön. Sehr gerne. Ich sehe echt ein bisschen verschimmelt aus heute. Wir sind ja sowieso, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir halten gerade hier irgendwo, damit ich euch das in Ruhe zeigen kann. Auf jeden Fall dieses Getränk. Leute, ich liebe das. Mega geil. Okay, dann fahren wir jetzt zu unserem Rewe. Jetzt schon seit ungefähr über einer Stunde zu Hause und ich habe mich auch fertig gemacht. Ich habe mir übrigens auch noch einen Mokka geholt, also einen Kaffee und jetzt fühle ich mich auch direkt schon viel fitter. Mir ist noch nie aufgefallen, dass ich wirklich
morgens einen Kaffee brauche. Außer heute. Und ja, deswegen hat es dann ein Mokka getan. Auch wenn ich meinen Schlabberlook liebe, muss ich mich spätestens irgendwie ab 10, 11 wirklich vernünftig anziehen und fertig machen. Sonst wird das nichts mehr, selbst wenn Samstag ist. Und ich habe mir heute auch eine kleine Challenge selber gesetzt. Denn ich wollte mich nur mit Make-up-Produkten schminken, die entweder mit M anfangen oder bei denen die Marke mit M anfängt. Deswegen trage ich heute Make-up, Mascara. Dann eine Lidschattenpalette von Maybelline. Damit habe ich auch meine Augenbrauen gemacht und auch meinen Lidstrich. Ich finde mein Augen-Make-up jetzt nicht ganz so cool, aber es ist jetzt da. Ich hatte halt keine anderen Farben. Es ist halt ein bisschen intensiv. Und dann hatte ich noch ein Lippenprodukt von Manhattan. Ja, heute ist mal kein Rouge drauf oder so, weil da hatte ich dann nicht die passenden Produkte von passenden Marken mit M da. Aber ja, das Make-up. Das war meine kleine zusätzliche Challenge. Keine Ahnung, ob ihr es cool findet, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und jetzt machen wir etwas sehr, sehr Spannendes. Nämlich steht Mittagessen auf dem Plan. Jonas hat nämlich auch schon Hunger. Oder? Hast du auch Hunger? Ja. Das war ein ganz klares Ja. Und ich werde jetzt Mac and Cheese machen. Das wollte ich schon so lange machen, aber es ist so unglaublich ungesund. Deswegen habe ich auf einen passenden Moment gewartet und heute ist er da. Aber ich mache ein Mac and Cheese mit Rosenkohl. Also ein bisschen gesund ist es. Es gab leider keinen frischen Rosenkohl. Wirklich. Ich habe gefragt, die haben gesagt, die hatten keinen. Deswegen muss ich dann den tiefgefrorenen nehmen. Ja, mal schauen. Peyton kocht gerade schon das Nudelwasser, deswegen ist es jetzt etwas lauter. Und jetzt kommt einfach der ganze Käse hier rein. Und zwar erstmal 150 Gramm Cheddar. Und gleich kommt dann, glaube ich, noch Bergkäse oder irgendein anderer Käse. Also sehr käselastig heute das Essen. Ja, 150 Gramm Bergkäse auch nochmal. Dem Mac and Cheese gibt es übrigens das hier. Das ist einfach Brot mit Speckwürfeln. Das stand so im Rezept. Habe ich ehrlich gesagt tatsächlich noch nie dazu gesehen und gegessen. Schreibt mal in die Kommentare, kennt ihr das, dass das zum Mac and Cheese gehört? Und here we go. So sieht es aus. Ooh, yay. So, Live-Test von meinem Mac and Cheese mit den Streuseln. Viel oder wenig? Die passt schon. Ich habe noch nie Mac and Cheese selber gemacht. Boah, ist das geil. Mm. Ich schwöre, Leute, das war mega, mega, mega geil. Wie ist dein Feedback nach zwei Tellern Mac and Cheese? Ja, lecker, aber jetzt bewege ich mich erstmal nicht mehr. Also, unglaublich lecker, aber dieser Käse, ey, boah, oder die Waldfee. Also, wir brauchen jetzt, glaube ich, erstmal beide eine Pause und dann werden wir uns an einen Nachtisch ranwagen. Jonas hat jetzt einen kleinen Nachtisch vorbereitet und zwar Melone, das war sein Wunsch. Ja, ja. Hallo, mein Süßi. Kannst du da? Bist du leer? Und die werden wir uns jetzt auf den Balkon gönnen. Leider ist das Wetter nicht so schön, aber es ist okay. Nur unser Nachbar brennt da gerade irgendwie seinen kompletten Rasen ab. Deswegen, falls ich manchmal verwirrt gucken werde, nicht wundern, weil ich bin ein bisschen verwirrt. Unser Mittagessen ist jetzt auch ein bisschen Zeit vergangen und wir haben uns überlegt, wir fahren zu einer Fastfood-Kette und gönnen uns dabei was. Und bei dem Buchstaben M ist mir dann doch direkt McDonald's in den Sinn gekommen. Und deswegen bewegen wir uns jetzt zu McDonald's. Guten Abend, eine Bestellung bitte. Hallo, ich hätte gern ein McSunday Ananas. Ja. Und ein Mega Royal Chicken. Einzeln oder Menü? Einzeln. Noch ein Wunsch? Das war's, danke. 689, zweite Wunsch. Dankeschön. Ich habe mir das hier geholt. Das ist ein McSunday Eis, aber mit Ananas. Habe ich noch nie probiert. Bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und das hier ist der Burger von Jonas. Leute, der riecht mega gut. Nach Mayo. Mhm. Ja, echt. Nach Mayo und fettig. Probieren wir beide mal. Der Burger fängt auch mit M an. Genauso wie mein Eis. Oh.
jetzt ist auch schon einige Zeit vergangen. Ich war in der Zeit beim Sport und wir haben noch was mit Freunden gemacht. Und ich bin jetzt wieder zu Hause und habe mega Hunger. Aber es ist jetzt schon relativ spät, deswegen will ich mir nicht mehr was Richtiges machen. Übrigens habe ich vor mir so eine farbliche Lampe. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ich irgendwelche komischen Gesichtsfarben habe. Mir geht's gut. Also nur, wenn ich etwas grün im Gesicht bin, heißt nicht, dass es mir übel ist. Ach, wir nehmen jetzt einfach mal pink. Ist egal. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt ein paar Snacks rausgesucht mit M, weil ich jetzt nämlich einfach Bock habe zu snacken und ich werde mir dabei noch ein paar Serien reinziehen. Also den Abend wirklich perfekt ausklingen lassen und so wie meine Haare hier gerade rumfliegen, sich aus wie so eine Wahnsinnige, wie so eine Irre. Also das hier sind die Snacks, für die ich mich entschieden habe. Einmal Tabby als Snack. Und, nee, das war natürlich ein Spaß. Er fängt ja nicht mit M an. Also einmal Marshmallows. Die habe ich auch schon gerade geöffnet und schon ein paar gesnackt, weil ich mega Bock drauf habe. Dann Macadamia-Nüsse. Muss ich sagen, habe ich gerade nicht so Lust drauf auf Macadamia-Nüsse. Und darauf habe ich mega Lust, Milka. Die habe ich mir extra, bevor wir gefahren sind, schon in den Kühlschrank gelegt, weil ich liebe es, Schokolade aus dem Kühlschrank zu essen. Also das war vorhin dran sehr lecker, aber jetzt werde ich mal die Schokolade probieren. Jonas und ich machen jetzt hier einen Geschmackstest von der Sorte Karamell. Ich habe schon ein paar Stücke probiert, gib's wieder zurück. Aber er noch nicht. Dann probier mal, sag mal deine Meinung. Sehr lecker. Ich kann die Sorte wärmstens empfehlen. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Video zu drehen. Ich glaube sogar fast mehr als das, wo man nur eine Farbe essen durfte, also zum Beispiel nur pink. Irgendwie fand ich das einfach besonders cool. Deswegen, falls es euch gefallen hat, dann lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Und dann weiß ich Bescheid. Und dann werde ich definitiv nochmal so ein Video in der Art filmen. Ich feiere sowieso gerade alle Videos, die ich immer mit der Vlog-Kamera filme. Und wenn ich euch einfach so ein bisschen näher und besser auch so durch den Tag mitnehmen kann, als nur irgendwie vor meinem Video-Hintergrund zu sitzen, in meinem Video-Setting, wenn ihr versteht, was ich meine. Ansonsten könnt ihr sehr gerne hier oben auf das i klicken. Dort findet ihr einige weitere Videos von mir oder ihr könnt euch eins von diesen beiden Videos hier anschauen. Hier sind meine Social-Media-Seiten, hier könnt ihr mich abonnieren. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!